Servus und willkommen zu einer neuen Folge von DragTech 4. Ja, heute ist Mystical angesagt. Und zwar züchten, beziehungsweise wir müssen auch unten etwas züchten. Da werde ich mich jetzt gleich ein wenig drum kümmern. Wir haben Gott sei Dank schon Netherwarzen auf Stufe 10. Und wir brauchen jetzt, was hast du gesagt, diese irgendwas Spores. Ach ja, genau, unser Rohrstein ist natürlich auch da. Ich Ja, vergesse es hallo. mittlerweile immer zu sagen. Und unser Captain Brutus baut immer noch an seiner Filmkulisse. Ja, halt, Ich jo. gehöre quasi mit zum Inventar. So, und du hast, glaube ich, gesagt, Nitor brauchen wir, ne? Ja, diese komischen anderen Warzen. Achso, Nitor mache ich mit Magical Yellow Flower Seeds. Das hast du mir schon gegeben. Ich muss mir mal schnell Glowstone holen. Wah! Ich hüpfe natürlich schön über das Beet. Sehr gut. Ich brauche ein Glowstone. So. Oh, ich hab's doch schon gesehen. Hallo. Nimm mal gleich zwei mit. 10, 10, 10. Sehr gut. Dahin, ne? Da wachsen lassen. Das kann weg. Scheiße, die kann weg. Es hat mir So, zwar dann nicht die jemand erstmal. irgendwo in die Kommentare geschrieben, oder ich glaube Rorschneider war das sogar, wo das Was? geschrieben hat, dass auch das bei ihm in der Oberfläche geht. Das können wir jetzt gleich mal testen. Aber ich Was? glaube, Nee, ich nein. habe das bestimmt nicht geschrieben. Ja, dass das du nicht geschrieben hast, aber ich glaube, du hast es als Kommentar unter deinen Videos gehabt, du Held. Das so kann das sein, ja. So, ich brauche natürlich noch mehr Petzold, weil das habe ich natürlich hier nicht unten. Hast du mir noch eine gemacht? Wenn ja, wo? Ich hab noch. Legen Sie es einfach irgendwo in diesen. Ja, genau. Ich sag nicht umsonst, leg es irgendwo rein. Ich immer hier. Ich hab den ja schon wieder ausgemacht. Hat den Magneten, aber. Bumerang. Der Bumerang-Magnet. So, wo muss ich jetzt Nitro. Ich glaube, Netherwarzen muss ich auf. Mit. Nee. Haha. Das wird jetzt geil. Na? Freude! Wo sind denn jetzt die ganzen Mystik Gelb dahin? Da. Also, du musst da mal weg. Muss da rot rein. So, Also, wir haben jetzt ein Dreierbündnis. Und zwar, ich brauche jetzt einmal Soul Sand, glaube ich. Das ist hier. Das brauche ich für die Netherwarze. Das ist das hier. kann ich gelb und Dann muss ich den da wegmachen. Gott sei Dank ist da rot jetzt kein kreuzen. Slime draus gehüpft. Das ist ja schon wieder Nacht. Ich brauch. Hast du jetzt doch Potzol über? Ja. Aber nur eine gebraucht. Ne, geben wir noch ein. So, schau mal, dass du jetzt mal weißt, was richtig verwirrt ist. So, jetzt brauche ich nämlich die Mystical. Die wird jetzt auf Petzold gezüchtet. Und jetzt brauchen wir als drittes meine Spitzhacke. Hauen wir mal schnell das da weg. Weil, das muss jetzt auch weg. Na klar, fällt natürlich runter. Und Nitor muss, soweit ich das weiß und das jetzt richtig gesehen habe, genau, auf Soul Sand stehen. Falsches Feld. Naja, mach mal schnell den unteren auch noch weg. Was, du musst jetzt? Und ein Kloster drunter stellen. Der war zu weit runter. Habe ich doch. Hä? Ich bin verwirrt. Also, das heißt Glowstone. Dann kommt auf den Glowstone. Ah, Soul Sand. Doch, Soul Sand. Gott sei Dank. Welchen Rucksack hat denn das jetzt gepackt in den? Oh mein Gott, das wird ja, So. Und jetzt müssen wir die Gießkanne. So, und jetzt schauen wir mal drauf. This plant cannot grow here. Die kann growen.
Dann, so, machen Sie mal bitte das Licht aus. So, und jetzt ist es dunkel. Oder auch nicht. Warum ist es jetzt nicht dunkel? Ach, weil der Glowstone drunter steht. Yep. Jetzt ist dunkel. Die wollen mich rollen. Das wird geil. Bin ich gespannt, ob es die auch dunkel braucht. Wenn es die jetzt auch dunkel braucht, gehe ich heim. Weil wie soll denn das dann funktionieren? Aber klar. Wenn er wegen Grasen kriegt. Alter. Ach, du gehst die ganze Zeit, Gott. Dann stecke ich nur noch die Steckel drauf. Steckel. Oh, Nitorwart. Sehr schön. Machen wir das Licht an, bitte. Aber ich muss oben noch. Sag mal, die wächst auch bei Helligkeit. Das ist doch schon mal schön. Ja, siehst du. So, ich hatte mir jetzt von dir was geholt. Da. So, und wir haben unsere erste Glowstone-Pflanze. Bibi! Weil jetzt müssen wir da und da und da brauchen wir jetzt das Rot. Oh, ich gehe mal nach oben. Und Gelb. Und es ist immer noch dunkel. Jetzt mal armer Brutus ist schon beim Sterben. Ja, ich habe mindestens mittlerweile 4 Mauern um mich rum. So, wir haben eine 5. Wir gehen wieder nach unten. So, das heißt, ich kann mal den wieder wegmachen. So, was habe ich denn jetzt hier? Unidentifizierte Red Tulip. Das ist eigentlich Schrott. Schrott. Das war natürlich witzig. Ach, die kann er nicht wachsen. Ist ja klar. So. Ja, ich züchte jetzt hier erstmal die Magical Crop Farben weiter. Was ist ein Magical Crop? Was ist das hier? Mystical Flowers von Botania, so. So, also ihr dürft nicht vergessen, es muss ein Glowstone drunter sein, das ist ja das Schöne. Ihr müsst erst das gefarbt haben, damit ihr die Pflanze kriegt. Ja. Sehr schön. Nächste. Du kannst ja mal die Gartenschere benutzen, aber ich weiß noch nicht genau, wie die so funktioniert. Gartenschere? Ja, da gibt's eine Schere. Da kriegst du dann Seeds raus, teilweise. Oh. Und wir haben, glaube ich, die Orange. Yep. Aber das ist schon mal sehr schön. Das heißt, wir haben gleich eine Pflanze für oben zum Anzüchten. Haben wir die Orange. Die Orange, die wollen wir jetzt größer machen. Nehmen wir die rote weg. Machen die Orange dahin. Vor allem das Schöne ist, die geht Gott sei Dank im Hellen. So. Wäre schlimm gewesen, wenn das nicht so wäre. Klack. Wachse. Nicht du. Nicht Unkraut. Noch mehr Unkraut. Aber Unkraut will sich doch auch vermehren. Ja, genau. Das wäre es gewesen. Wir haben unsere erste Mystical Flower durch und dann Unkraut zerstört. Ja, so ungefähr. Wie gesagt, dafür ist dieser dritte Wert, diese Strengths, verantwortlich. Das heißt, wenn ihr da noch eine ganz junge Pflanze habt und eine 1-1-1, kann es ganz schnell gehen, dass auf einmal das Unkraut drüber springt. Und die Pflanze vernichtet. So, ein Fort.
Nein. Sehr schön. 10, 10, 10. Hast du auch gerade so eine Mikrolex immer irgendwie mal? Ja. Nee, die hatte ich vorhin. Also meine FPS rutschen auch gerade so um die 15 rum. Ich habe gerade 60. Nee, ich habe hier nur 36. Dann haben wir eine nächste Pflanze fertig, die werden wir aber später vermehren. Ja, ich habe hier auch noch keinen Vermehrer unten. Dann lege ich die schon mal ab unter dem fünften Reiter. Und das Special wichtig. Oh. Beziehungsweise halt, ich muss ja gleich vermehren. Wird's bald. Oh, es wird früh. Ich will immer zu weit fliegen. Ich weiß nicht warum. Du hast dein Ding zu stark versteckt. Mein Ding zu stark versteckt? Ja, dein Lagerhäuschen. Mein Lagerhäuschen zu stark versteckt. Fliegst immer vorbei. Ich bin im Wald und versuche gerade das Dorf zu finden. Das ist eine Zehner. Ist Mülle. So. Na, so. Was machst du denn jetzt? Ah, das brauchst du? Ja. Außerdem kannst du da drauf doch alles anpflanzen, ist das nicht egal? Nee. Aber ich nehme das da weg. Du wirst gleich sehen, warum. Das. Ach Mist, das geht ja auch nicht. Ach Mist. So, jetzt können wir. Wir vermehren jetzt hier schon mal Orange weiter. Mein Problem ist so, nur, dass ich zu wenig Glowstones da habe. Rotos? Ja. Kannst du mir ein bisschen Glowstone vorbeibringen? Also die kompletten Lampen. 5 Stück. Wo auch immer die sind. Entweder im System, also im Lager oder im Haus im anderen System. Ja. Also im System oder im System. Genau. Irgendwie sind die anderen gerade verschwunden. Verschollen im Bermuda. Ne, die sind nicht verschollen im Bermuda-Dreieck, sondern die sind verschollen im Boden. Wie viel Glowstone willst du haben? Bring mal 5 mit, bitte. So, was kann ich jetzt aus denen züchten? Aus dem kann ich jetzt züchten. Hä? Gar nichts. Orange kann ich nichts züchten. Mit heißt hoch zur Farm, ja? Ja. Ja. Okay, also mit Orange. Ohrschneider, spalten Sie mal ihr das Magneten. Wieso, wo? Kommt da nicht ran. Bist du denn? Unten. Ne, oben. In dem Fünferloch. Unten, oben. Hä? Du unten, Brotus, oben. Ich hab ihn angeguckt. Hm? Fünferloch. Ach so. Oben. Oben. Du verwirrst. Rede lange deutsche Sätze. Wo kommst du jetzt nicht ran? Unten, es liegt ein Glowstone drin. Ganz unten reinlegen, ja, ne? Hier liegt kein Glowstone drin. Ja. Dem Loch, was offen ist. Danke. Du hast es schon aufgesammelt. Ich habe noch keinen Magneten. Du hast das aufgesammelt. Ach, super. Genau hier. Dankeschön. Rede viele deutsche Sätze komplett. Ja, ich muss mich jetzt erst wieder dran gewöhnen, dass ich jetzt mit zwei Männchen wieder rede. Ja, hier brauchst du aber einen Regenschirm, wenn du hier in den Raum reingehst, ne? Ja. Aber schau mal, Brotus, diese Pflanze gefällt dir besonders gut. Ach, diese? Es ist schon wieder weg. Nitorwart zieht. Ja, darfst du gleich mal ernten, wenn ich die anderen hab. Ich möchte bitte die können hier rein. Und also wie gesagt, brauchst du Glowstone runter. So, jetzt muss ich erstmal gucken, was kann ich denn jetzt aus Rot noch weiter züchten? Sitsch. Orange haben wir. Aus Rot und Blau können wir den machen. Und aus sonst? Nein, sonst. Okay. Hallo. Wir brauchen
brauchen quasi noch den blauen. Gemüse, blau, ich will... blau machen wir aus Soja und so. Bluebells. Wo kriege ich Bluebells Seed her? Blue Orchidee und Deathbloom. Haben wir die Deathbloom schon? Nein. Anemone Seed haben wir auch noch nicht. Anemone Seed? Was? Anemone. Ich habe Manemon verstanden. Manemon zieht, genau, Manemon, wo wir auch beim Thema sind. So, Frodo's Ernte mal ab, dann wirst du dich freuen. So, wir brauchen jetzt hier White okay. Tulip und Daisy. White Tulip und Daisy. Das ist doch eine schöne Pflanze, oder? White ganz nett. Tulip Daisy. Ich bin mit meinem Nitor auf Stufe 10 fertig. So. Also bestellte Pflanze ist fertig. Bestellte Pflanze ist fertig. Ja, du kannst ja auch gucken, was du noch brauchst, um Richtung Redstone zu kommen. Richtung Redstone. Redstone Dendron. Wie gesagt, wenn ihr mal richtige Pflanzennamen seht, dann war er dann dran schuld, weil er mir dann die richtigen Namen gegeben hat. Ich habe zwar schon bei einigen Pflanzen bin ich hingegangen, habe schon lateinische Namen genommen. Bin mir zwar nicht sicher, er wird mich noch ziemlich zusammenscheißen mit dem Blumennamen. Nicht, weil er so viel Blumen craften muss, nein, er wird mich dann zusammenscheißen, weil ich die Namen falsch geschrieben habe. Ja, das sowieso. Agricraft. Jetzt geht's mal auf den Keks. Und zwar die Redstone Dendron. Wir brauchen die Elektra Seeds. Für die Elektra Seeds brauche ich Lapender. Für Lapender brauche ich Nitor. Und Mystical Blue Flower. Richtig, da bin ich gerade bei. Gut, dann hole ich mal Lapis. Ich habe hier schon wieder so viel Scheiße im Inventar. Weg. Ihr seht gerade schöne, man muss Silfert haben, sonst kriegt man nix. Weg, alles muss man haben, weg. Das sind weg, auf jeden weg. Fall ein, ja, nein, 1, 2, 3, 4, 5. So, alles was nicht, ja. Weg. 10. Auch 10. Identifiziert, aber ist auf jeden Fall weg. So. Also da braucht es keine Angst zu haben, dass ich das die ganze Zeit in der Folge machen werde, aber ich wollte euch mal diese ersten Ohrpflanzen auf jeden Fall zeigen. Das ist halt das, was ich jetzt dann immer wieder mache, wenn unser Rohrschneider mal wieder aufnimmt oder wenn wir mal nichts zu tun haben. 10, 9. Lapis. Oh. Und Texturen. Wir brauchen immer noch Texturen. Ja, setz dich hin, mach was. Ja, genau. Nicht nur beim Motzen. Ich altes Grafikschwein, denn der null Ahnung hat. Ja, meinst du, ich hab mehr? Ja. Nein. Ich glaub schon. So, wenn ich jetzt nichts zum Essen krieg, macht's Penalty. Anemone Seed, hä? Ja, ich steh im Obsthaus und denke mir, ich sterb. Ja, ist alles klar. Gut ist Drag. Alles gut. Gut, dass es da kein zu essen gibt, ne? Nee. White Dye haben wir jetzt auch noch. So, aber ich kann euch mal das Rezept vom Juicer zeigen. Man braucht einen Knife. Man braucht einen Hammer. Dafür braucht man auch den Stein, weil... Man will ja nicht im Boden kaputt runter machen. Und man braucht einen Softhammer, dass man das schön biegen kann. Und eine Plastikplatte. Also das heißt, man braucht schon ein bisschen Cracktech. sieht dann war das böse? Ja, fertig. Ja, ist es böse. Ja, wobei, man kann sogar aus Holz einen Softhammer bauen. Ja, das geht ja sogar. Da kann man den ziemlich früh machen. Man muss halt nur irgendwie an Plastik rankommen.
So, jetzt habe ich hier ganz. Ja, aber unsere Juicer sind aus Plastik und nicht aus Stein. So, jetzt haben wir davon. Also die Flasche umsonst ist. Da wird gleich das Pfand mitgeliefert. So, jetzt können wir hier wieder Usage drücken. So, ich warte nur noch auf die Pflanzen. Welche wartest du denn? Ja, die blaue da, was du gesagt hast, du bist gerade dabei. Ja, das dauert noch. Wie, das dauert noch? Ja, da sind noch 5 Pflanzen dazwischen. Jetzt wisst ihr auch, warum das die Deckel da sind. Mystical Blue und Bluebells. So. Und Bluebells mache ich jetzt aus Anemone Seed und einen Cattail Seed. Cattail Seed machen wir müssen aus wir haben. Poppy und Cattail müssten wir haben. Cattail hast du schon? Kokas ist drin, dann ist Cattail auch drin. Cattail habe ich da auf 10. Gut, dann brauchen wir jetzt da einmal Cattail. Bitte, statt der Weißen. Hier. Da, Cattail hin, bitte. Ach, ja, okay. Ich habe die natürlich in der Kiste gelassen. Ach so. Ja. Oh. Einmal untexturiertes Zeug hinmachen. Bitteschön. Nee, das hat bei mir doch eine Textur. Ja, bei mir nicht. Wie gesagt, ich muss ja Vanilla machen und danach noch Swex. Swex, ja. Genau, wegen Swex. Soatex. Soatex. Was rein? Nur Soatex? Nee. Falls jemand ohne, weil er keine FPS hat und das Spiel halt auch dann irgendwann mal spielen möchte, muss ich auch Vanilla machen. Ich bin ja nicht ein ganz großer Arsch. Nein, bist du nicht. Aber es ist halt eine scheiß Arbeit, ne? Ja. Warum habe ich jetzt also, Aluminium? Und da hab ich wirklich 2 linke Hände, was sowas angeht. Ja, da bin ich auch nicht groß. Also da habe ich mir jetzt so wegen Tutorials angeguckt. Also das ist richtig viel böse Arbeit, sage ich mal. Ja. Weil teilweise, weil es sind ja wirkliche 0815 Texturen. Aha, und 0815 Texturen brauchen die meiste Arbeit. Weil man muss jeden Pixel einzeln setzen. Ganz schön hart, finde ich. Ernsthaft? Ich muss da ein Large Bone Segment von Biomes of Plenty drunter machen. Ja. Was, bei der Deathbloom? Hm? Ja. Okay, wenn du mir jetzt sagst, wie ich den mache, dann... Im Compressor mit Knochen. Aber ich glaube, wir haben noch welche. Hallo, Herr Zombie. Ich schau schon. Ja, einfach kann jeder. Hallo? Es kann jetzt nur noch sein, dass wir jetzt alle Knochen brauchen, die wir haben. Sonst muss ich Skelette jagen gehen. Aber zum Glück, dass wir gerade Nacht haben. Oh, hier sind auch nochmal 6 Knochen. Wow. Wir haben bis jetzt 12 Knochen. Wie Knochen brauchst du denn dafür? Ich glaube, in der Kiste vor meiner Hütte sind auch noch 2 oder 3. Wie viel Knochen brauchst du dafür? Mehr. Mehr. Mehr ist auch eine gute Anzahl. Ja, wenn wir jetzt Glück haben, macht jetzt Plant Balls draus. Weil er ja lustig ist. Es kann sein, dass er mir jetzt mein Rezept überschrieben hat. Sag ich dir gleich. Ja, hat er. Sehr gut. Sehr schön. Jetzt haben wir wieder 8 Knochen weniger. Ich muss mal schnell gucken. Sekunde. Super. Das ist das, wenn man alles zumacht. Und zwar, das sind die Tier Machines. Oh, den habe ich sogar noch offen. Schön. Was kann ich dann aus Gelb noch züchten? Orange. Daher noch Grün draus machen. Und Nitor haben wir ja schon, ne? Nitor habe ich schon, ja. Gut, dann brauche ich nicht, dass du Glowstone drunter brauchst. Gelben brauche ich erstmal nicht.
ist doch gerade schön, dass wir das jetzt live machen dürfen. White Tulip brauchen wir auch nicht. Ja, und da was hast du denn dann deine Anemone-Seed? Das ist eine Blume. Kannst du unter den zweiten Reiter machen. So, jetzt hoffen wir mal, dass es geklappt hat. Red brauche ich auch nur. Ja. So, hat ein bisschen geleckt. Super, und ich habe einen Blendball. I love it. So. Wenn wir jetzt Pech haben, müssen wir sogar den Server neu starten, weil es nicht geht. Nee, das mache ich jetzt ganz einfach. Ich habe ein Jetpack. Lecken Sie mich am Arsch, jetzt besorgt ihr welche. Geh jetzt bestimmt drauf, weil ich in Nether muss. Was für Knochen? Ja. Ich habe noch 34%, halt, nimm mal meinen Kleider in die Hand. Dann hält's ein wenig länger. Dumm, die Sophie. So. Ich habe aber doch schon ein Knochensegment abgebaut, da bin ich mir ziemlich sicher. Scheiß drauf. Welchen Hammer dabei? Ja. Haben wir eigentlich irgendwo noch Clay gebunkert? Weil in beiden Systemen ist jetzt nichts mehr drin. Achso, da hast du schon beide reingeguckt. Ja. Moment, ich habe noch 36. Magst du mir die mal zukommen lassen? Ja, warte, jetzt steht doch gleich eine Kiste auf halbem Weg. So. Ja, ist ja gut. Warum Alter! Warum schreist du so? Weil ich gerade umgebracht war. Was? Wer wagt es? Zwei so komische Viecher, die womit komischen Sachen nach mir schießen. Und ich habe keinen Bogen dabei. Oder wenn ich einen Bogen dabei habe, sehe ich es nicht. Leider wieder weg. Ich räume so lange meinen Rucksack leer, das ist auch nur. Ich habe einen Pfeil dabei. Echt jetzt? Nein, zwei, drei. Hey, die bekämpfen sich selber. Okay, ich will euch nicht stören. Also soll es mal Zielwasser saufen. Wah! Hat er. So, der erste ist tot. Der zweite auch. Tut mir leid, Jungs. Ich glaub, unsere Chests sind alle voll. Alle voll. Alle voll. Ey, da kriegst du aber total eine schöne Begrüßung hier drüben. Ein Geist steht irgendwo in der Nähe von unserer Base. Geist oder ein Phantom? Phantom. Ist dasselbe eigentlich. Nee, die sind gemeiner. Den Geist sieht man mindestens. Echt, eben. So. Muss man essen, da. Also ihr braucht dieses Zeug hier. Wie gesagt, man kann sich's herstellen. Theoretisch. Ja, theoretisch. Wie gesagt, IC2-Rezepte habe ich erstmal nochmal deaktivieren müssen. Mit dem Kompressor, aber weil ich mir gedacht habe, wir kriegen einen Fehler raus, aber haben wir leider nicht rausgekriegt. Naja, beim nächsten Serverstart, der ist ja bei uns immer nachts um 4. Dann das Problem auch erledigt für das nächste Mal. Hoffentlich. Hallo Nitro-Creeper. Puh.
Tut mir leid, Schwein. Leider musst du sterben. Aber nicht durch mich. Sondern durch Dummheit. Stehe ich bestimmt mit am Arsch der Welt, oder? Richtig. First Base, da muss ich hin. Gut, achso. Ja, jetzt. Ja, könnt ihr mal schlafen? Jetzt fängt es auch noch das Regnen an. Nicht schön. Ich blick. So. Jo, hier unten drunter, bitte. Unter das Freie da. Bitte da. Oder mir zuwerfen. Ich hab angesichts meines Todes dir die Sachen besorgt. Ich bin so stolz auf dich. Ja. Und ich habe gerade mal wieder auf die Uhr geguckt. Kriegst nachher einen Lutscher von mir. Ist aber schön. Ja, ganz toll. Nö. Lollipop, gibt's keinen. Kein Lollipop. Okay, aber ich sehe gerade, es sind wieder über 30 Minuten. Wahnsinn, wie die Zeit verfliegt, wenn man gießen darf. Aber ihr seht jetzt, in welchem Bereich das hingeht. Da werde ich jetzt dann auf jeden Fall wegen weitermachen, wenn der Rohrschneider sein Zeug macht in seiner nächsten Folge. Dass er dann nämlich sein Ableiter Natürlich aufbauen kann. In dem Sinne, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.